Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 1. So, letzte Folge haben wir den Fokus geholt. Uns fehlt ein Fokus noch, nämlich der ganz unten, wie ihr seht. Und da laufen wir jetzt mal hin. Und dafür müssen wir hier durchs Orkgebiet. Also nehme ich hier auch mal einen Trank der Schnelligkeit. Hier geht es zum Orkgebiet. Mit dem reden wir jetzt nicht. So, und dann laufen wir einfach mal. So, laufen, laufen, laufen. Hier unten seht ihr schon die Hundis. Die Ork-Hundis. Hier einfach durchrennen. Hier sehen wir dann auch die ersten Orks, aber mit denen beschäftigen wir uns jetzt ja gerade mal noch nicht. Und hier hinten sehen wir einen Turm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich richtig laufe. Aber ich glaube schon. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Dann seht ihr mal ein bisschen was von der Welt. Aber jetzt ziehe ich mal meine Waffe. Nicht da hoch. Runter, meine ich. Nicht da runter. Wir gehen hier nach oben. So, letzte Folge ist euch vielleicht aufgefallen, dass das Bild ein bisschen dunkler ist. Ich hoffe, jetzt ist es wieder ein bisschen heller. Weil ich habe die Rendereinstellungen ein bisschen geändert. Oh ne, wir sind falsch. Oh ne, wir sind richtig. Ich habe die Rendereinstellungen ein bisschen geändert. Es sollte jetzt auch flüssiger laufen. Und mit einer höheren Qualität. So, da hinten müssen wir hin. Müssen wir nur die Brücke erwischen. Oh, da ist nochmal so ein Orkjäger. Aber den könnten wir jetzt eigentlich mal im Nahkampf machen. Ich speichere mal hier. Und dann drehen wir uns mal um und machen den. So, komm her. Ja, Orkjäger sind für mich Abschaum. So, hier hinten seht ihr einen schönen Turm. Da gehen wir auch mal hin. Bald. So, aber erstmal heilen. Halt, Timer. Timer. Ich habe dran gedacht, Leute. Ja, wir heilen uns jetzt erstmal und... Genau, beim letzten Fokus war ja Gorn dabei, bei dem davor Diego und bei dem davor Milton. Also fehlt jetzt noch einer. So, hier haben wir Bluthunde. Und den können wir schön 3-hitten. Und er gibt... Naja, er gibt Zähne. Er gibt Zähne. So, und der nächste Bluthund. Oh, ich glaube, ja, nein, vielleicht. ich sag's euch, wenn ich's selber gesehen habe. Ich will jetzt nicht vorher spoilern. So, der nächste bitte. Hallo, treff doch. Bluthunde sind auch nicht ohne, wenn sie euch erwischen. Obwohl ich glaube, mittlerweile, ja, sie können uns schon ein bisschen Schaden zufügen, aber... Nicht so viel. Hallo, mach ihn. Mach ihn. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie viel Schaden das war. So, weg mit dir. Da kommt der nächste. Jetzt habe ich gedacht, da kommt noch mal einer. So, Bluthund. Komm her. Bam, bam, bam. Ja, doch. Schaden machen sie schon gut. Wir waren ja gerade fast full life und jetzt sind wir ein bisschen mehr als half life. So. Und ich gehe jetzt mal hier rein. Wir speichern natürlich wieder. Gerade schon das Problem gehabt, wo ich geladen habe, die Anmod gemacht habe. Zack, hat das Spiel aufgehängt. Dachte ich mir auch. Okay, nochmal. Ja, So, ich weiß jetzt gar nicht, ob hier was drinnen ist. Und was mir auch aufgefallen ist, die Geräusche von Tastatur und Maus ist, nicht mehr so hörbar. So. Oh, nee, schade. Hier ist nur der Orkhammer. Ich habe gedacht, wir bekommen jetzt hier eine neue Waffe. Aber, ja, wir haben ja den Götterhammer und hier wieder Orkhammer. Aber wir haben ein Tränkchen bekommen. Ach, nee, war nur Mana-Trank. So. Ich habe mich jetzt auch mal überhaupt nicht vorbereitet, was ich euch so erzählen kann, diese Folge. Ja, was kann ich euch erzählen, diese Folge? So. Ihr seht schon, da hinten baut sich was auf. Hier ist nochmal ein Bluthund.
Ja, mach ihn kaputt. Ja, dass der immer warten muss. Ich glaube, der liebt die Gefahr. Er liebt die Gefahr. Genauso wie wir. So, und jetzt brauchen wir nämlich unseren Götterhammer, weil hier ist ein Steingolem. Ja, ich glaube, so, warte mal. Ja, passt. Das Prinzip ist eigentlich, dass man hier vorbeirennt und ihn eigentlich nicht down macht. Warum, werdet ihr in einem späteren Part noch erfahren. Ich will es auch nicht spoilern. Aber wir haben ihn besiegt mit fairen Mitteln. Und hier ist Lester. Lester, Boy. So, dann reden wir mal mit Lester. Hey, was machst du denn hier? Hey. Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Richtig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Naja, dann gehen wir halt zusammen. Ja, wie ist denn er eigentlich hier vorbeigekommen? Wie bist du eigentlich an dem wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Richtig. Man kann den nämlich auch mit Magie machen. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. So. Ja, wir gehen zusammen. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Jawohl. Also, er kommt mit, wir speichern, weil, ja, oh Gott, jetzt weiß ich, was kommt. Es wird wieder laut. Wenn ihr es noch wisst, wo wir mit Diego unterwegs waren. Oh. So, wir sammeln jetzt nicht mehr alles ein, weil die Rüstung können wir uns, glaube ich, ja kaufen. Ich nehme jetzt nur noch das Wichtige mit, also Höllenpilze nicht, weil die sind auch fast nichts wert. So, kurzen Moment. Hoppala. Huch. Ich speichere hier mal. Ich glaube, ich habe gerade gespeichert. Mach mal kurz. Ich mache mal einen ganz kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, bin wieder da. Musste nur schnell was machen. So, und ja, ihr seht es hier schon im Hintergrund. Hier sind Harpien. So. Aber jetzt haben wir einen Bogen. Und... Oh, es ist so laut, es ist so laut. So, die nächste. Oh, der war gut. So, die ersten zwei haben wir. Wie viele Lernpunkte haben wir? 30. Ne, jetzt gehen wir dann den Fokus noch ab. Könnten nur 40 kommen, dann können wir schon mal zwei Hände lernen. Halt, nimm doch deine Waffe. So. Batsch. Sieh mal. Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Richtig. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. So. Und die nächsten Harpien. Da kommt sie schon. Das Gute ist, die looten nichts, also wir müssen sie nur killen. Und sie gehen ja auch zu killen. Alter. Zu erwischen ist auch immer so eine Sache. Alter. Und hier kommt schon wieder die nächste. Wir sterben. Lester, übernehmen. Oh. Wir müssen uns heilen. Heil dich. So, komm her. So. Mensch, Lester. Sorry, dass ich gerade ruhig war, aber ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Wir heilen uns mal kurz voll. Ja, wir haben schon einige Harpien besiegt. Also so viele werden es hoffentlich nicht mehr.
Und ich habe doch letzte Folge, ist mir eingefallen, ich wollte euch eine Spruchrolle sagen, wie die heißt. Und mir ist der Name nicht eingefallen. Ja, okay, die backt jetzt in der Luft. Oder auch nicht. Ja, die Spruchrolle werdet ihr jetzt dann auch gleich sehen. So, weg mit dir. Speichern. Wie diese Spruchrolle heißt. Ja. So, wir schauen... Oh, nee. So, komm her. So, patsch, 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 patsch. Alter. Jetzt back doch hier rum. Alter. Mach die doch kaputt. Ich heile mich erstmal, Leute. Hier und hier. Ist aber schön, dass die immer warten, bis auf die Teil. So. Ist auch kaputt. Ist hier noch eine. So, Leute, wir sind wieder hier. Habt ihr gerade gesehen? Ich habe schon versucht mit dem Marvin-Mode. Hat aber nicht geklappt. Jetzt machen wir einfach hier die Harpie nochmal. So, und die nächste. Ich mache jetzt einfach den Bogen. Jetzt ist Lästig ja auch mit drinnen. Komm, Harpie. Alter. So, und jetzt red mit mir. Bleib da. Ich werde mich mal oben umsehen. Jawohl. Also, Lester geht jetzt hoch, wir sind jetzt alleine. Wir speichern sofort. So, es geht gleich weiter, weil wir schauen uns hier unten natürlich erstmal um. Hier ist nämlich noch eine Harpie. Na, macht es schon geschickt. Da kommt sie schon auf uns zu. Aber bis sie da ist, ist sie schon aus dem Leben geschossen worden. So, ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Und hier. So, hier können wir ein bisschen was looten. Ist Bier. Bier interessiert mich jetzt nicht. Wir nehmen aber die Schwerter mit, die wir hier sehen. Das rostige Schwert. Hm. Oh Mann, und ich habe jetzt gedacht, wir haben früh am Morgen, 6:45. Ich habe jetzt gedacht, ich nehme schnell eine Folge Gothic auf, kann die durchrendern lassen und dann das Video hochladen. Aber nein, jetzt muss ich dann auch noch schneiden. Aber ja. So, ja, stimmt, hier sind ja auch Skelette. Hier sind ja auch Skelette. So, jetzt können wir Harpie kaputt machen und jetzt das Skelett. So, komm her. Und die nächste Harpie. So, wo bist du? Oh, jetzt ist die wieder verbuggt. Ist sie denn jetzt wieder verbuggt? Dann gehen wir mal hier rein. So, nicht mehr verbuggt sein. So, und die nächste. Und wir heilen uns sofort. Ah ja, die Stelle hier. Es gibt dann nochmal eine Stelle, die kommt. Ich schätze mal so in 3 Parts. Ach, das wird auch lustig. Nicht. Ist nämlich auch was sehr verbuggtes, leider. So, ist hier jetzt nochmal ein Skelett? Nein. So, wir haben hier erstmal eine Truhe. Da haben wir einen Schlüssel, eine Fackel, 2 Bier und einen Dietrich. Und jetzt, ja, hier in dem Raum, man denkt, es ist nichts mehr. Doch hier kommt ein Schalter daher. Der wird einem auch nicht angezeigt. Aber hier sind auch Skelette. Ja. Ich weiß nicht, ob es nur eins ist oder ob es mehrere sind. Schaut nach einem aus. So, wir können ihn aber anlocken. Und so. Skelette sind Abfall. Eigentlich sind hier doch 2 drinnen gewesen. Auf alle Fälle haben wir hier ein paar Tränke. Die nehmen wir natürlich dankend mit. Und 2 Truhen, auch wieder ohne Schloss. Ui. Wo kommt denn der jetzt her? Ja. Ja, er macht erstmal Roundhouse-Kick. Bam, bam, bam. Ja, ich hab doch gewusst, dass hier 2 sind. Mensch. Und auch diese Truhe hat kein Schloss. Hier haben wir auch nochmal Mana-Tränke. So. Also Tränke werden jetzt existenziell wichtig sein.
Ihr seht es ja, wir nehmen alle 2-3 Minuten einen Trank. So, und hier unten. So, die Fackel leuchtet, aber leuchtet nicht. Ist hier noch irgendwas? Nein, dann gehen wir mal zu Lester nach oben. So, oben dürften auch nicht mehr viele Harpien sein. So. Ich muss nur ein bisschen die Uhr im Auge behalten, weil ich gleich los muss auf Arbeit. Aber vorher die Folge Gothic hier noch aufnehmen. Und vielleicht dann auch mal wieder irgendwann ein bisschen vorproduzieren. Ich hoffe jetzt, dass ich am Wochenende, wir haben gerade Donnerstag, also auch wenn das Video kommt. Ah, hier ist Lester. Willst du noch irgendwas reden? Hallo? Nö, okay. Dann schauen wir mal hier rein. Hier ist einmal die Besitzurkunde und ein Elixier magischer Energie. Wir nehmen die Besitzurkunde und geben sie Lester. So, Lester, hier. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Jawohl, so. Wir sehen hier den Fokus. Und jetzt, haben wir von Lester ja Spruchrollen bekommen und... Da ist er down! Das war voll der epische Anblick! Nicht runterfallen. So, hier kann man verschiedenerweise rüber. Den müssen wir mal ablegen. Auch Fleischmanns müssen wir ablegen. Nämlich mit Telekinese. Mir ist das Wort nicht mehr eingefallen letztes Mal. Telekinese. Aber ich speichere jetzt hier mal, weil wir gehen ja dann noch weiter hoch, weil... So. Und jetzt können wir den Fokus nämlich verschieben. Und jetzt liegt er dann unten, wenn wir runtergehen. Ich speichere nochmal. Falls er nicht unten liegt, können wir hier neu laden. Weil wir wollen natürlich noch ein bisschen nach oben. Hier sind nochmal Freunde. So, die machen wir noch kurz weg. So, gehen wir jetzt rein. Zack, zack. Das sind alles Erfahrungspunkte. Und wieso ist die schon wieder da? Ach komm. Komm, mach sie einfach. Sind alles Erfahrungspunkte, Leute. Deswegen gehe ich hier auch eigentlich schon gründlich durch, weil ihr seht ja selber, die Harpien, so schwer sind sie nicht. Und 200 Erfahrungspunkte pro Harpie. Hier sind auch nochmal welche. So. Und wir gehen ein bisschen rein. So, die nächste bitte. Oh, Doppelpfeil. So, und hier ist wieder eine Truhe. 200 Erfahrungspunkte pro Harpie ist halt noch ein bisschen was. Hier nehme ich noch ein bisschen Erz. Alles mit, wir lassen auch keine 2 Erz zurück. Hier ist leider kein Geheimgang. Wäre auch nochmal eine Möglichkeit gewesen, ja, einen einzubauen, aber nö. So, und dann müssen wir, glaube ich, jetzt eins nach oben. Wir können nochmal eins nach oben. Ich glaube, hier sind jetzt keine Harpien mehr. Harpie. Ja, genau, hier geht's nach oben. Da schauen wir natürlich auch noch hin. Ich sehe jetzt, die Folge geht noch 6 Minuten. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier oben hin, clearen hier noch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob... Doch, da sind da noch welche. Oh, da geht's ja nochmal hoch. Stimmt. Hier sind nochmal Harpien. Die nehmen wir auch mit. Und nochmal 200 EP ohne Sound. Okay, dann ist hier nichts mehr. Und wir gehen natürlich dann nochmal runter zu Lester, reden nochmal mit Lester. Ja, und den Fokus unten müssen wir ja auch noch holen. Ist mir nämlich auch schon mal passiert, habe ich den Fokus runter geportet mit Telekinese. Und bin dann einfach ins neue Lager geportet und ja, der Fokus war hier. Oh, wir müssen mal wieder eine Truhe knacken. Links, rechts, links. Wow. Wir haben den Siegbringer. Der ist viel wert, aber leider nichts für uns. Wir haben Münzen, die lassen wir da. Und Tränke. Die Münzen in Gothic 1 sind
ja, wie ihr schon gemerkt habt, sehr, sehr, sehr nützlich. Nämlich gar nicht. Ist ja auch nichts wert. Hier wird ja mit Erz gezahlt und deswegen die Münzen, so ein nettes Gimmick. Ja, früher mal Zahlungsmittel hier. Aber jetzt nichts mehr wert. So, dann gehen wir jetzt runter zu Lester. Und dann kann ich auch wieder mal speichern. Obwohl, speichern kann ich so auch. Werde ich jetzt auch gleich machen. Einfach so ein Quick Save mal kurz. Machen wir hier mal einfach. Ist tot? Nö, das ist man noch nicht. Einfach hier. XD. So. Und wir gehen nach unten. Weil, wenn sich das Spiel jetzt aufhängt, wenn wir ganz unten sind, dann müsste ich nochmal alles nachspielen und. Nö, muss nicht sein. So. Zack. Wir sind am Leben. Wir haben es geschafft und. Wir holen uns jetzt unseren letzten Fokusstein, der hier liegt, genauso wie ich es wollte. Fokus aus der Bergfestung. So. Und dann reden wir mit Lester. Nun haben wir beide, was wir wollen. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Richtig. Ade. So, also auch eine wichtige Info. Er bleibt hier. Brauchen wir später auch noch. So, und jetzt gehen wir zu den Wassermagiern. Denn wir haben ja jetzt alle Fokussteine. Sie könnten jetzt die Barriere sprengen. Und vielleicht ist das Spiel jetzt aus. So. Saturas! Talk with me! Sei gegrüßt. Servus. Also, wir haben den letzten Fokus der Bergfestung bekommen. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Fantastisch! Nun haben wir alle 5 Fokussteine in unserem Besitz. Deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager. Sei dir meines ewigen Dankes gewiss. Gehe nun zu Riordian. Er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben. Sprich auch mit Kronos, dem Hüter des Erzes. Mach mal. Auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen. Dankeschön. So, kann nun die Sprengung des Erzhaufens beginnen. Wir haben jetzt alle Artefakte zusammen, die unser großes Vorhaben benötigt. Doch die Erschaffung der Barriere wurde von 12 Magiern durchgeführt, um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können, sind wir Wassermagier nicht genug. Was machen wir dann? Mir ist bewusst, dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast komm auf den Punkt. Und wir stehen tief in deiner Schuld. Doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten. So, ja, dann ein weiterer Gefallen? Ja. Begib dich ins alte Lager und versuche, einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen. Die Feuermagier? Warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? Ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen. Genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern. Du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie. Erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten, als wir noch gemeinsam die magischen Künste studierten. Ja, das wird eine Aufgabe werden. So, wir versuchen natürlich die Feuermagier zu überreden und ich glaube, hiermit sind wir im nächsten Kapitel. Nun gut, ich werde versuchen, die Feuermagier zu überreden, aber ich kann nichts versprechen. Es scheint mir fast unmöglich. Du musst es versuchen. Wenn du keinen Erfolg hast, dann gibt es nur noch einen. Einen was? Vergiss das. Du musst Erfolg haben. Jawohl. Hier, nimm diese Zauberrune. Überbringe sie Koristo, dem obersten Feuermagier, als Zeichen unseres Vertrauens. Damit kann er sich jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesen Raum teleportieren. Ich hoffe, das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten. Ende. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Kapitel 4. Xardas. So, wir speichern. Kapitel 4 heißt jetzt natürlich auch ein bisschen was. Erstmal holen wir uns Geschenke ab. Er hat sich schon wieder verbrannt. Er ist ja auch kein Feuermagier. Vielleicht soll er sich mal löschen lassen. Sei gegrüßt. Riordian, du hast was für mich. Saturas sagt... Komm näher. Unser spiritueller Führer hat mir von deinen Heldentaten berichtet. Ja, wir alle ich hier doch im meine. Lager. Ja, in der ganzen Kolonie sind dir zu großem Dank verpflichtet.
Nimm dies als einen bescheidenen Ausgleich für all deine Mühen. Jawohl, dankeschön. So, dann zu Kronos. Jetzt schauen wir erstmal, wir haben Tränke bekommen. Ob da was Gutes dabei ist? Natürlich maximale Lebensenergie und maximales Mana und den Trank der Macht. So. Wie sehen unsere Werte jetzt eigentlich aus? Ja, 78 Stärke, 37 Geschick und 40 Lernpunkte. So, jetzt gehen wir aber erstmal zum Rüstungskaufen. Wie viel Erz haben wir eigentlich einstecken? 2600 müsste sogar reichen. Wir haben gerade die mittelschwere, glaube ich. Also Söldnerrüstung. Ah ja, schauen wir mal. Lee? Nein, wo ist er denn? Hallo. Hallo. Nein. Ah ja, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Dann ja, können wir jetzt die Folge, glaube ich, nicht mehr machen. So, jetzt schauen wir erstmal waffenmäßig. Wir müssen zu Sharky und zu Wolf. Sharky und Wolf und... Sharky, Wolf und Kronos. So, hier ist er nicht. Ja genau, Wolf ist hier und Sharky ist vorne. Wolf, so, zeig mir deine... Suche eine bessere Rüstung. Ich suche eine. Jetzt wurde einer von uns. Schwere Rüstung, Schutz vor Waffen 40? Nee. Achso, das sind die Banditenrüstungen. Tauschen. Handel zu noch. Ich kaufe. Ja, er hat auch wieder gut Erz. Wir können jetzt mal wirklich alles schauen, was jetzt alles wieder weg kann. Da-da-da-da-da-da-dam. Da kann alles weg. Hier Spruchrollen, der Feuerball kann weg. Die Heilung behalte ich mal. Verwandlung Fleischwanze braucht jetzt auch kein Mensch mehr. Hier kann alles weg. Und wir haben noch Zähne gesammelt. So, zack und zack. Ja, sowas behalte ich jetzt einfach mal. Und er hat natürlich auch einen Bogen. Einen besseren, hoffe ich. Als unseren. Ah, ja, das schaut doch gut aus. Den Hornbogen. Und den Rest füllen wir mit Erz auf. Behalt's für dich. Ja, ja, ich behalte es doch für mich, Junge. So. Machen wir mal auf 20, 21, 22, Steuerung Shift und jetzt in 100er Schritten rüber. So, annehmen. Ende. So, können wir den Bogen schon anlegen? Oh, der macht 16 Schaden mehr. Und wir können ihn anlegen, jawohl. So, Sharky, du hast nämlich Waffen. Du bist ja da vorne irgendwo. Ah, unten ist Kronos. Warte. Da holen wir uns die Belohnung auch gleich ab. Kronos, warte. Hallo. Hallo. So, hallo. Da, Belohnung für mich. Vaturas sagte, genau, du hättest eine Belohnung Erz für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich... Ich hoffe... Ja, ja. Dankeschön. Der sagt nur, wir sollen es gut verwenden. Bla, bla, bla. So. Und jetzt Sharky. Nee, du bist Shrike. Oben ist Sharky. So, anstatt dass wir in den Weg gehen, wir rennen über die Dächer... Und schau mal nach einer besseren Waffe. Die werden wir jetzt auch brauchen. Und die Rüstung bekommen wir auch noch am Anfang der nächsten Folge. Ich kann euch mal spoilern. So. Das Einzige ist, wir haben nichts mehr zum... Hat er eine bessere Waffe? Bitte. Ah, es wird besser. Oh, es sind halt Zweihänder. Schädelspalter werden Einhänder, aber das ist ein Schaden mehr. Oh, das ist halt ein Schaden mehr. Nö, dann nicht. Ja, dann. Wo kann ich denn jetzt Zweihänder überhaupt lernen? Lerne im neuen Lager. Akrobatik, Mana, Geschickstärke, Einhändern. Basta. Kann mir denn zwei Hände hier lernen? Immer wieder die. Leute, wer lernt mir hier denn zwei Hände? Erstmal abwarten. Ich google mal schnell. So heiß gegessen, wie es Google. An der Geschichte. Zwei Hände. Neues Lager. Lee. Nur sollen wir, oder? Wo kann ich zwei Hände verbessern? Hier ist eine Frage. In so altes Lager, so ein neues Land. Lee, aber er unterrichtet nur Söldner und Wassermagier. Ach, bei Lee können wir das dann direkt machen. Okay. Gut zu wissen.
Wir schlafen jetzt nochmal. Ich würde jetzt an dieser Stelle dann die Folge beenden. Unser Questlog sieht ja vor, wir werden nächste Folge zu den Feuermagiern gehen, versuchen die zu überreden und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich rendere die jetzt mal so wie die letzte Folge. Und ich habe das Spiel ein bisschen heller gestellt. Ich bin mal gespannt, ob ich auch ein bisschen heller wieder bin. Aber das werden wir dann zusammen rausfinden, Leute. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal bei Gothic 1 mit dabei. Ich denke, morgen und auch am Wochenende, ja, müsst ihr schaffen. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen angenehmen Tag, macht was draus und bis morgen. Servus!